Wir sind hier bei der Testing-Session heute, weil es ist das obskure Kabinett der Prototypen. Hier sind 6 Aussteller und einige Tester. Ja, die lassen ihre Prototypen testen auf Fehler. Es können auch Ideen getestet werden. Wir arbeiten mit der Thinking Aloud Methode. Bedeutet, dass die Tester am Stand laut denken, um eben das Feedback, was sie in dem Moment fühlen, eben auch den Ausstellern mitzugeben. Was für Unternehmen sind heute dabei? Komplett gute Mischung. Ich bin Katja von Logoneum und wir kreieren quasi komplett eine Lernwelt um den Mund. Christopher von BestFit, wir haben eine Fitness-App. Also das Konzept dahinter ist, dass wir eine Art Jahrmarkt aufgebaut haben, wo an jeder Teststation Spiele gespielt werden. Ringe werfen, Dosen werfen, Blackjack, um einfach so ein bisschen die Veranstaltung aufzulockern. Das ist, um die Beziehung zwischen den Testern und uns Ausstellern ein bisschen aufzulockern. Und was ich richtig gut finde, einfach auch mal ein bisschen Abwechslung drin zu haben. Gibt's die Siegerehrung? Das ist ein ganz altes Ding, oder? Wir hatten heute beim ersten obskuren Kabinett der Prototypen richtig viel Spaß. Ich glaube, den Testern und Ausstellern hat es auch total Spaß gemacht. Ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall was für uns gebracht hat. Tolle Atmosphäre, coole Gastgeber. Ich fand es mega geil heute, weil ich echt mal das Buch richtig gut testen konnte. Und da habe ich natürlich sehr, sehr viel aufzuschreiben. Und jetzt werde ich erstmal nach Hause gehen, habe viel Hausaufgaben. Und den Entwicklern sagen, muss alles geändert werden. Die werden sich, glaube ich, schon richtig freuen. Von den Ausstellern gab es auch gutes Feedback, dass sie ihre Prototypen weiter verarbeiten können und verbessern können. Und deshalb freuen wir uns auf die nächste Runde, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Tschüss!